Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild in Part 40. Wir sind hier im letzten Part in Hyrule Castle gewesen, haben noch ein kleines bisschen erkundet, haben dann aufgehört. Ich habe ehrlich gesagt selber keine Ahnung, wo ich mich hier ständig befinde. Ich bin überhaupt nicht gut darin hier. Oh, jetzt habe ich den Explosionsschaden vom Einschlag reflektiert, das ist natürlich nicht gut. Schon wieder. Mein Timing lässt zu wünschen übrig. Aber gut, ich habe weder Daru getriggert, noch ist mein Schild irgendwie kaputt gegangen oder sowas. Jetzt warten wir einfach nur, bis die Materialien hier runter purzeln und dann nehmen wir sie mit. Oder auch nicht. So. Ja, genau. Aber was wir als erstes machen, bevor ich es vergesse und wieder zurücklaufen muss, worauf ich nämlich wirklich keine Lust habe, ja, das war's nicht. Erstmal hier hoch. Weil wir nämlich hier einen Krog haben. Den habe ich jetzt gerade rein zufällig gefunden. Den meinte ich eigentlich nicht. Ich suche nämlich was. Immer wenn ich hier bin, komme ich eigentlich von einer anderen Seite und finde eine Kiste mit etwas sehr, sehr Schönem drin. Aber da ich jetzt von einer gänzlich anderen Seite gekommen bin, weiß ich natürlich nicht, wo diese Kiste liegt. Jetzt habe ich natürlich mein Wasserglas direkt davor gestellt. Ich muss mal gerade schauen. Also da unten kommen wir sonst immer rein. Komme ich von hier? Dann müsste ich eigentlich hier runter. Also runter, runter im Sinne von hier runter. Du hast mich auch noch nicht gesehen. Das ist gut. Jetzt muss ich das echt wiederfinden. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Oder war das hier oben? Irgendwo waren Mauern, die aufgesprengt werden konnten. Nee, das sieht alles überhaupt nicht so aus wie der Weg, den ich sonst komme. Naja, was soll's. Da hinten kann man was aufspringen, aber selbst das, diese Tür da, die braune, die habe ich noch nie gesehen. Naja, erstmal alles mitnehmen. Rhodonit, auch schön. Aber das suche ich auch nicht. Schade, 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 dass ich jetzt nicht weiß, wo das war. Ich bin, glaube ich, auch sonst niemals so hoch. Ja, erstmal gucken, was hier drin ist. Oh, Pfeile. Das war ganz schön viele. So, Karte sagt, wir sind eigentlich fast an der Destination. Deswegen werde ich mich jetzt einfach mal aufmachen. Oder bin ich noch höher? Boah, ich habe keine Ahnung. Okay. Wenn ich den Reflect schon nicht schaffe, dann wenigstens da ruck. Thank you.
Leuchtstein, Feuerstein, Leuchtstein. Nichts. Achso, Leuchtsteine. Wow, das war ein Spätzünder. So. Dann werde ich mich jetzt hier im Kerker erstmal ein bisschen umschauen. Hier gibt es allerhand Gegner, aber die meisten davon lasse ich einfach liegen. Weil die mich eigentlich nicht interessieren. Der Topaz interessiert mich allerdings. Da kannst du rumhüpfen, wie du willst. So. Und was mich noch interessiert, ist dieser Raum hier. Ja, ich werde den jetzt schon machen. Es ist okay. Und das war's. Der hat noch ein paar schöne Waffen, die ich jetzt natürlich alle nicht gebrauchen kann. Obwohl ich das Elektro-Zweihänder schon echt gerne hätte. Viel lieber als den Einhänder. So, Königsschwerter und... Oh, warte mal gerade. Ich glaube, wir können diesen Bumerang wegschmeißen, weil er so Nahkampf ist, dass ich lieber die Lanze hätte. Jetzt nehmen wir dieses wunderbare Hylia-Schild mit. Es soll einst einen legendären Helden geschützt haben und wird seit Generationen in der Königsfamilie weitergegeben. Weit stärker und haltbarer als andere Schilde. Ich habe erst überlegt, den mitzunehmen, weil wenn wir ihn später geholt hätten, kann es sein, dass wir einen Defense-Plus oder einen Haltbarkeits-Plus draufkriegen. Und das Schild ist das haltbarste, was es gibt. Und damit einen Haltbarkeit-Dupe auf andere Schilder zu machen, wie zum Beispiel dem Gardeschild hier, ist mega. Aber am Ende des Tages werde ich es sowieso nicht benutzen. Aber es sieht schön aus in der Kombination. Wenn dazu jetzt eine Rüstung anzieht, die auch noch ziemlich badass aussieht. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, muss man gerade was rausfinden, was vielleicht gut aussieht. Guck mal, wie das Damage Set aussieht. Ah, okay, geht so. Okay, das sieht albern aus mit der Sora-Helm, mit dem Sora-Helm. Ja, ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass wir das jetzt beides haben. Ich werde aber hier erstmal wieder mein Ritterschild anlegen und hier irgendeine Waffe, die wir gerne mal zerstören könnten. Boah, wir haben so krasse Waffen, wirklich. Wir müssen die ganz dringend loswerden. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Hyrule Castle ist riesig. So, deswegen gehen wir jetzt hier aus dem Kerker wieder raus und finden einen anderen Eingang. Obwohl, wir können eigentlich den gleichen nehmen. Ja, doch, alles andere würde zu lange dauern. Gehen wir einfach hier wieder rein. Brauchen wir das Feuergroßschwert eigentlich? Ich meine, wir haben eins mit Weitwurf. Aber das ist schon benutzt. Wir nehmen neues mit. Noch eins mit Weitwurf, was für ein Pech. Was sagen denn unsere Bogen? Boah, wir haben ja noch ganz viel Platz. Stahl-Exalbogen. Nur die besten Schützen unter den Exalfoss besitzen so einen Bogen.
Er ist mit einer ganzen Menge Metall verstärkt, was ihn recht schwer, aber auch sehr haltbar macht. Oh nein. Na toll. Los, komm da raus. Mist aber auch. Diese Kiste habe ich noch nie zuvor gesehen. Die hätte ich gerne. Da ist noch eine. Elektropfeile. Auch gut. Egal, ich hau jetzt erstmal ab hier. Wir verschwenden sonst zu viel Zeit mit nichts tun. Aber interessant, für mich war es jedenfalls erleuchtend, weil ich nicht wusste, was da drin war. Beziehungsweise ich wusste nicht mal, dass da überhaupt welche waren. Aber ich glaube, hier gibt es immer noch irgendwas Neues zu entdecken, egal wie lange man hier war. So, aber ich denke, wir machen zuerst mal diese Prüfung hier. Damit wir die einfach hinter uns haben. Wo wir gerade schon mal hier in der Nähe sind. Und dann gucken wir mal weiter, was wir noch so in Hyrule Castle finden können. So, jetzt wird es Zeit, unsere Waffen loszuwerden, hoffentlich. Ich muss viel weniger mit den Bogen spielen. Und einfach immer auf Nahkampf gehen, scheißegal, Waffen hinterher schmeißen, auch wenn sie kaputt gehen, kack drauf. Man hat wirklich... Am Anfang habe ich gedacht, dieses Waffenrepariersystem und dass die brechen können, also reparieren geht ja nicht. Aber dass die hier kaputt gehen, das würde so stören. Aber es stört überhaupt nicht, wirklich. Man hat immer zu jeder Zeit so viele mehr Waffen, als man braucht. Man überlegt immer, was man rausschmeißt, um das noch bessere aufzuheben. Aber ich habe kein Damage-Set an nichts. Und dieses eine Königsschwert alleine hat jetzt fast halb den Wächter gekillt. Oh, da wäre ich fast gekillt worden. Ist aber okay. Weil wenigstens sind wir nicht komplett gekillt worden. Eldra-Schuppe. Oh, ich glaube, wir brauchen das gar nicht, weil wir schon eine haben. Das habe ich das erste Mal probiert. Ich weiß, dass das geht, aber ich habe es noch nie vorher gemacht. So hier zum Beispiel. Hier gehe ich jetzt einfach auf Nahkampf. Ist mir egal. Ist mir scheißegal. Oh, halt mal kurz. Nee, das war noch... Ist das alles neu hier? Für die Lanze haben wir keinen Platz. Wow. Angriffskraft plus 5, dann schmeißen wir eine von denen raus und nehmen die Lanze mit. Unbedingt. Wenn ich die Wahl habe zwischen irgendeiner viel zu viel OP-Waffe und einer Lanze, nehme ich die Lanze. So, Feuerschwert. Ist mir scheißegal. Brauche ich nicht. Wir haben eine Großfeuerwaffe. Wenn wir die brauchen sollten, können wir die benutzen. Zum Kämpfen benutze ich die sowieso fast nie. Eher für ihre Utilities, die sie haben.
Also Feuerwaffen, um Sachen zu schmelzen, Eiswaffen, um... Ja, okay, um Feuergegner mit einem Schlag umzubringen. Dafür benutze ich sie meistens genau wie die Eispfeile. Ansonsten die Elektrowaffe nur für die Schockfalle. Sonst benutze ich die überhaupt nicht. Die Schockfalle brauche ich eigentlich fast nie, außer zum Dupen von Items. Es ist auf jeden Fall immer wichtig, so ein Ding dabei zu haben. Ich zeige euch hinterher, wenn wir das Spiel soweit durch haben, wie das funktioniert mit dem Waffen duplizieren, Haltbarkeiten übertragen und so ein Krams. Aber da kommen wir alles noch später zu. Erst einmal nicht. So, ich guck dann mal, wie ich mich hier am besten bewegen kann. So, raus hier. Jetzt sind wir gleich in der Bibliothek. Wenn wir da lang gehen, könnten wir ja mal nach links gehen. Es sei denn, ich irre mich nicht. Na los. So, nach hier, genau. Und dann müsste es da... Wow, er ist so getarnt, man sieht ihn gar nicht. Okay, das ist jetzt dämlich. Komme ich ja überhaupt nicht durch. Okay. Na gut, habe ich verstanden, kann ich aber schwer akzeptieren. Ansonsten komme ich nur von außen rein. Der nächste Weg nach außen wäre hier ganz am Rand lang, da oben durch und dann runterspringen, aber dann wäre ich am anderen Ende. Warte mal gerade. Ja, dann wäre ich. Ja, okay, nicht ganz. Egal, das kriegen wir hin. Hier gibt es auch noch eine Erinnerung zu holen. Aber ich weiß nicht genau, wo die war. Könnten wir uns eigentlich auch noch holen, wo wir hier sind. Ich glaube, wir sind den ganzen Part sowieso noch in Hyrule Castle, deswegen ist es eigentlich okay. So, warte, hier. Stimmt, hier haben wir den Part angefangen, glaube ich. So, hier raus. Wenn wir da rausgehen, in diese Tür da unten. Oder ist das der Kerker jetzt gerade gewesen? Nee, das ist nicht der Kerker. Ah, Oststollen, hier wollte ich sogar rein. Haha. Ja, sehr gut. Dann machen wir das doch einfach gleich mal. Da ist noch ein Krog drin, glaube ich. Den möchte ich mir gerade holen, wo ich hier bin. Feuersteine. Bernsteine. Hier kann ich laufen, das ist gut. Das wird sie alle schmelzen lassen. Ich kann mal einen Schluck trinken. Ja, ja. Was wir hier gleich auch noch machen. Oh, da hinten ist noch mehr Erz. Was wir gleich noch machen werden, ist... einen, wie heißen denn nochmal, einen Ivarok zu besiegen. Wenn er jetzt runterschmelzen muss bis auf den letzten Fitzel, ne, und ich jetzt hier mit meinem Schwert rumstehe, dauert das noch 3 Minuten. Aber meistens sterben die, also brechen die auf nach einem bestimmten Zeitraum. Total interessant, wie weit dieser Feuerradius hält. Also, wie weit der reicht. Gar nicht mal so schlecht.
So, einer von den beiden wird sein. Ich weiß nicht welcher. Hier sind auf jeden Fall schon mal keine Kisten, weil die würde man sehen. Ich hätte das Ganze auf jeden Fall mit ein paar Feuerpfeilen sehr verschnellern können. Aber hey, was soll's? Anjang. So, jetzt werde ich mir wieder mein Königsschwert ausrüsten. Um diesen fancy, 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 fancy Topas mitzunehmen. So, da ist der Ivarok, den wir bekämpfen wollen. So. Bam. Ich sammle erstmal die ganzen Steine hier ein. Okay, es hat wenig bis keinen Schaden gemacht. Ah. Ja. Oh, das war gut. Dass er mich jedes Mal runterschmeißt, wenn ich gerade mal einen guten Spot on habe hier. Schon wieder. Na also, war doch gar nicht so einfach. So, dann nehmen wir als nächstes mal diese Lanze hier. Yay, Diamanten und rote Niete und ganz viele andere. Hab ich eigentlich unten alles aufgesammelt? Und selbst wenn nicht. Selbstwendig. So, und das muss der Weg sein, den ich vorher nicht gehen konnte. Und das stimmt. Perfekt. Okay. Dann werde ich aber dennoch runtergehen. Einfach um zu schauen, ob hier wirklich nichts mehr lag.
Aber ich glaube, das ist auch schon wieder despawned für den Fall das. Und ich guck mal, wo man da hinten noch lang gehen kann. Ha. Nichts drin. Und das ist the end of the line. Na gut. Was soll's. Wisst ihr was, dann würde ich auch schon fast sagen, lasst uns raus aus Hyrule Castle. Es gibt noch ein paar schöne Orte, die man sich angucken kann. Zum Beispiel weiter oben im Schloss gibt es noch ein paar Räume. Es gibt noch eine Küche. Zeldas Turm gibt es noch. Es gibt noch ein paar Orte, die wir uns auf jeden Fall angucken können. Aber ich glaube, das machen wir nicht jetzt, sondern wenn wir das nächste Mal sowieso hier sind. Also irgendwann gegen kurz vor Ende des Spiels. Ah nee, warte, die Erinnerung muss ich ja noch holen. Aber ich weiß nicht, wo die war. Das muss ich vorher rausfinden. Dann kann ich erst zurückkommen. In der Zeit könnte ich mir ja schon mal Gedanken machen, was wir als nächstes tun. Als erstes können wir diese Wächter hier noch killen. Den da. Ist hier noch einer am Rumlaufen zufällig, der mir in die Suppe spucken will. Sieht erstmal nicht so aus. So, den haben wir. Ich überlege gerade, ob wir uns einfach noch irgendwie ein, zwei schnappen, bevor wir den Part beenden. Wir könnten ja auch bald mal in irgendeine Stadt. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde uns erstmal ein bisschen aufrüsten, bevor wir das nächste Mal weitermachen. Ich werde die ganzen Ställe abklappern, die wir bisher haben und werde da mal ein paar Pfeile kaufen. Ich werde in die Städte gehen, um Pfeile kaufen. Ich werde ein bisschen was verkaufen. Wir haben jetzt auch einige Erze gesammelt. Und dann mal gucken, was wir alles noch so machen können. Also beim nächsten Mal werdet ihr einen besser vorbereiteten Link sehen, als ihr ihn je zuvor gesehen habt. Zumindest bei mir. Ich habe ihn umgedreht, versehentlich. Guck mich nicht so an. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wird dieser Part eine Minute weniger als die anderen. Oh, vielleicht auch doch nicht. Dann machen wir nämlich den noch direkt vorm Eingang. Wie kann man sich so nett in meine Richtung bewegen? Oh, der andere da hinten hat mich gesehen. Reaktorkern. Na komm, dann machen wir dich auch noch. So. Ich höre noch einen Krog. Okay. Na gut, gut, dass wir Pfeile kaufen wollten.
Jetzt haben wir es echt nötig. Und danach treffen wir uns erstmal, um die Taschen zu vergrößern, die wir jetzt vergrößern wollen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr da wart an diesem wundervollen Tag. Macht es gut, habt noch ein schönes Leben und bis morgen. Ciao.